Part 8. Wir sind jetzt in Weißlauf bei Schmuli Tussi in ihrem Haus und ihrem Mann. Und ich will jetzt zum Mann. Ja, Kleine, werft einen Blick darauf. Weil ich weiß noch ein bisschen schmieden. So das ganze Zeug, Pelz und so einfach wegmachen. Ich würde gern. Iron Dagger kann man nicht abbauen. Das kann ich auch 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 nicht abbauen. Kann ich nicht abbauen. Das ziehe ich an. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Ah, Böen oder Zweihand. Dann lieber Zweihand. Obwohl, ich könnte es ja eigentlich verzaubern. Und es dann irgendwo anders. Aber was? Goldingot? Ja, ich habe meine Gold-Halsketten habe ich jetzt in das Ding rein. Warum mach ich sowas? Ja, für was bräuchte ich das sonst? 1000 haben wir jetzt. Ja, okay. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Na, mit dir auch. Ich könnte eigentlich wirklich produzieren, das Zeug. Versuch mal ein bisschen mehr zu produzieren. Und danach sollten wir eigentlich mal wieder ein bisschen. Ja. Ja, das bringt eigentlich relativ wenig. Ah, besser als nix. Ich habe schon wieder keinen Leerstreifen. Ich muss unbedingt Tiere jagen. Lederstreifen, kaiserliche Leichter. Dann habe ich an, Lederstiefel. Die kann. Nee, die habe ich auch an. Leder. Ah ja, ich hatte irgendwie ein Spinnenei. Jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Spilled Lake. Oh no. Leder. Naja. Wir gehen mal in die Schenke und gucken mal, was da so abgeht. Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Dankeschön. Und ich schicke euch jemanden hinüber. Das ist es. Mikael! Mikael, wie geht es dir? Wolfina Greymane. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Es muss sich etwas ändern. Ja, scheiß Filter, wer bist du? Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Was laberst du, ey? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Fell? Was für ein Fell, Alter? Nur mit den Fäusten. Ich mach's platt. Keine Waffen, keine Magie. Komm. Und kein Geheule. Los geht's. Gar was Geheule. Macht keinen Ärger. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitten seid. Was? Was? Egal. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist ein Jemand muss etwas unternehmen. Boah, ist die stark, ey. Was geht bei der? Alles, was ihr könnt. Bei dem der standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Ich mach dich platt, du Futt, ey. Was? 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 In dein Arsch, Alter. In dein Arsch. Hä? Ach, sehr von hinten, hä? Fotze. Fotze. Tja. So kann's kommen, Mädel. So kann's kommen, hä? Ich bumst dich von hinten. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ja. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den du ich seit Jahren... Da voll die Namen. Hier. Da, euch. Da, da. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Ihr seid jemand, der Troll, easy. Besorgt. Das gefällt mir. Vergeben Follow me, I need your help.
Okay, dann komm. Meine Gefährte mehr. Hey, was geht bei dir? Oh, hol da. Oh, falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Beute? Banditenanführer in der Festung Wald? Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Danke. Das war gut, das ist gut hier. Törichte Alte, ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Nichts? Hey, Lady. Und was ist mit meinem Sammlerstücke und Zierschmuck, gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsland? Wolfried, Kopf des großen, kampfgeborenen Clans. So, Grommin und... Ja, die stressen sich wieder, ja. Ufgett, ich sag das im Guten. Ich hab ja, ne, einen verloren, du weißt schon, hier Pendel und so, gleich, bester Mann und so. Aber er war halt nicht so stark. Oh, hier. Manchmal Amren. Fehlt mir das so. Ich habe euer Schwert gefunden. Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Danke. Ja. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu Ehren. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Oh, das kostet aber viel. Okay, einmal mache ich's. Alles was. Ja, warte. Ich kenne euch doch. Nein. Oh, und Level Up. Gesundheit hätte ich gern jetzt. Nee, ich will schon hier rein. Und dann Kampfhaltung. Sehr gut. Uff, geht, ich sag das, ein guter Mädel. Du siehst jetzt nicht wirklich gut aus, aber ne, du haust richtig rein, Mädel. Deswegen, ich stehe jetzt im Team von der Epic Bravas. Stufe 7, das ging nicht schnell. Ich meine, vor zwei Parts war ich 5, also jeden Part ein Level. Dich gut. Also falls ihr euch jetzt mal... Warum habt ihr da in der Ecke da unten? Das ist meine Zeit, wie lange ich noch hab. Wo ist der Jarl? Achso, ich musste hier. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer neueren Theorie. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren. Ah, der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgrab. Ihr seid wohl doch. Ja, das müsst ihr Belohnung. Mit dem Jarl. Meine. Ah, ja. Eure Informationen haben sich also doch. Wir haben nichts erwiesen. Zu bereden. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Ja. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Lasst mich in Ruhe. Ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich bin Drache von Karte, nicht der Drache. Die ganze Zeit hier Drache hier, Drache da. Können wir ihn vielleicht nicht aufhalten? Dann mal los. Noch nicht. Noch nicht. Was hat das zu bedeuten, dass die Hauptstädten? Virelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt, über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell, schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Aktualisiert. Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen. Wir haben keine Zeit für Form. Ich möchte. Ihr habt. Ja, ich weiß. Du wirst mich da jetzt rüberschicken. Gut. Enttäuscht mich nicht. Eisen, Panzerhandschuhe, der großen Eisen.
Alter, ruf halt so ein Scheiß, ey. Ich kann es mir nicht leisten. Euer Bruder ist der Jarl. Ihr wisst, ich kann sein Urteil nicht in Frage stellen. Ich kenne euch doch. Ich bitte euch nicht darum, dem Jarl die Stirn zu bieten. Ihr sollt ihm lediglich die Augen öffnen. Ihr müsst mit subtilen Hinweisen seine Gedanken in Richtung Krieg lenken. Ihr seid sein Vogt. Auf euch wird er hören. Bleibt mir mit euren Intrigen vom Leib, Rongar. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Sagen habt, wir sollten den Kampf für den Sturmmantel tragen. Eigenen Zunge. Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen natürlich. Und den Feind richten. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Genießt euren Besuch in Drachenfest. Ein mächtiger Angriff gegen blockende Gegner durchbricht zwar deren Block, stößt sie aber nicht zurück. Tja, so kann's kommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Schwert ist schon irgendwie scheiße. Okay, es ist aus Gold, beziehungsweise aus Zwergeneisen, aber ist trotzdem nicht so cool. Geht doch. Viel Glück. Vielleicht schafft ihr es ja noch rechtzeitig dorthin. Stimmt, ich hätte da jetzt ein paar Orte, egal was denn. Festung Amol, Iverstadt, Riftern. Okay. Dann gehen wir da lang. Ich bin das lieber nicht mehr im Pferd, weil sonst stirbt es. Ja. Hallo. Gott, diese langen... Oh, die Mods und die FPS und Aufnehmen und so. Das dauert alles so lang. Also wenn du so weitermachst, dann ist die Zeit um, bevor die Scheiße da fertig ist. Ach ja, jetzt wo ich mich chillen wollte. Komm, Ulfgard. Warum habe ich... Ach so, ja. Ich soll hier warten. Ein Elch! Nein, das ist ein Reh, oder? Down ist er. Down ist er. Renn doch! Mann! Da ist doch ein Elch! Elkheit stellt die Gesundheitspunkte wieder her. Elkheit. Ah, ich habe Fell. Mit dem Halt kann ich nichts anfangen. Da ist schon ein. Ja, ein Elch. Ups. Nein! Bleib doch stehen! Hallo Leute. Schon wieder Jahre, ey. Bin ich ja nichts dafür, dass ihr nicht porten könnt.
Wo sind Wölfe, wenn man die mal braucht? Ah, da kommen sie angedoppelt. Er hat einen coolen Helm. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Okay. Gucken wir mal. Aber wir gucken das in der nächsten Folge. Also bis dann.